Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, hier wieder bei die dunkle Sonne. Jo, wir sind jetzt schon im zweiten Monolithen. Und jo, es ist noch ziemlich leicht, also wir haben schon ziemlich viel ja, Stärke. Aber die Resistenten sind sehr knapp und ich hoffe jetzt einfach, dass wir genügend schnell noch die Unix finden können und andere Item-Slots mit Resistenzen füllen können und so weiter. Dass es doch ein bisschen weitergeht. Schneller weitergeht. Aber ich bin jetzt gerade momentan jo, am Denken, ja, ich müsste jetzt vielleicht mal ein bisschen lange live streamen und ja, einfach da, dass ich vorwärts komme, oder? Oder einfach selber spielen, dann seht ihr das halt einfach nicht. Aber ja, gesundheitlich geht es mir nicht so gut, ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, ich habe ab und zu so Probleme, einfach, genau jetzt diese, so Schluckprobleme, weil ich schon recht, ja, krank bin, sozusagen. Also ich habe einen starken Asthmaanfall und ja, da tut mir die Lunge, so die Bronchien manchmal ein bisschen zumachen und so Atemprobleme. Und ich habe noch Rückenschmerzen, weiß es nicht. Kommt wahrscheinlich auch davon oder so. Oder einfach, dass ich so geschwächt bin. So wenig Luft bekomme und so weiter. Aber es sollte, ja, schon gehen. Und sonst mache ich einfach weniger Videos. Und heile mich einfach dadurch. Hoffentlich ein bisschen schneller und so. Und dann gibt es dann wieder mehr Videos. Es kommt ja jetzt jeden Tag eine Folge. Und das muss ich natürlich schon schauen. Ja, wie viel mache ich, wie viel tue ich mir zu ja, muten. Genau, und so weiter. Das ist geil hier, sieht so ein bisschen aus wie da dieser Time Dungeon da. Genau, weil ich den Namen gerade nicht weiß. Ja. Wir können ja kurz dann nachschauen. So, okay, Multischuss. Erhöhte Schaden, Krähenfüße. Rüstungsbruch. Schutz bei Schaffen von Schatten, okay. Nein. Und zweimal Rüstungsbruch, okay. Ich muss aber hier neue Slots machen. Timeless Cavern oder so heißt der Dungeon. Aber das wisst ihr sicher und ich natürlich irgendwie wieder nach einiger Zeit nicht mehr. Ups. Ja, Ende ist entwischt. So, wir wollen einfach vorwärts kommen. Die Ladezeiten gehen mir wieder ein bisschen auf den Keks. Wahrscheinlich Timeless, irgendwas, Sanctum. Genau. Aber wir können es eigentlich hier von hier aus schauen, gell? Okay, dann müssen wir das hier beim Ruin machen. Ja, das temporale Sanctum heißt es auf Deutsch. Okay. Ja, ist ein bisschen eine blöde Übersetzung. Gut, also. Dann das Schild, ja, das brauchen wir. Wir brauchen ja das Unique-Schild. Da mit diesem, ja, Weaver's Wild drauf. Und deshalb machen wir das dort. So, und die Map-Mods sind mir momentan auch ein bisschen egal. Das ist so Void Damage und so. Das ist natürlich schon schwer. Aber sonst ist noch nichts schwer. Das ist auch das Gute. Dann auch so, jo, dass wir starke Bosse einfach besiegen können durch den starken Angriff. Luftschlag. Luftangriff, genau, aber ja, wenn wir dann, wie es halt schwieriger wird und so, müssen wir einfach stärker werden. Wir müssen stärker werden, auch wenn wir schon ziemlich stark sind. Ja, und die Bosse haben ja eigentlich immer wieder One-Shot-Attacken und das wird dann gefährlich, wenn wir so wenig Resistenzen haben. Können wir auch nichts mehr tun.
Okay, wir können ja sowieso nicht überleben. Also vor allem von Lagoon und so habe ich gesehen. Ich habe da mit dem einen Rankentypi, Rankendruiden, ja, ihn eigentlich mal face tanken müssen. Und ich bin gewonshottet worden, obwohl ich über, weiß nicht wie viel Resistenzen ich hatte, über 200 Cold Resistenz und sicher über 120 Physical Resistenz, hat er mich gewonnen. Oder gewonnen. Und deshalb, ja, kann man da nie genug machen, außer ausweichen lernen. Tja, ist halt so, der Entwickler hat es halt nie selber gespielt. Das hatte ich halt immer gerne wieder. Die Entwickler einfach keine Zeit haben, die Spiele zu testen, ist das Balancing und so. Und das sollte eigentlich ein anderes Team drum sich kümmern und das hat dieser Entwickler scheinbar nicht. Will es nicht machen, wollen ja Geld verdienen die ganze Zeit. Ja, so ist der Mensch, oder? Und ich, der fast nichts machen kann, möchte eigentlich etwas machen, oder? Aber immer so schwer krank und ja, wird es auch immer sein. Ich würde es gerne machen für die Entwickler. Aber nee. Sie wollen ja ganz günstige Arbeiter holen. In der Türkei zum Beispiel, wo man halt einfach das leisten kann. Aber merkt nicht, dass andere vielleicht kostenlos arbeiten würden. Oder wenigstens ganz wenig verlangen. So ist das immer so. Es profitiert eigentlich immer das Schlechte. Aber gut, können wir nichts machen als kleiner Zocker. Ja? Hier weiß ich nicht mehr genau, was leveln. Der Ding. Der Adler. Ist 5 von 5 da oben. Hey, was ist jetzt schon wieder mit diesem scheiß Windows los? Krass, hey, wie das immer mit dem Alt-Tab nicht geht. Okay, das ist vielleicht das Spiel, aber schon krass. Hier noch ein Punkt. Das Alt-Tab funktioniert eigentlich nie. So gut wie nie. Okay, der Bereich noch erhöhen, das ist gut. Das reicht. Und hier, hier ist es, glaube ich, der praktische. Nein, der untere. Damage. Immer durch den Damage. So. Und hier ist es ja noch frei. Da sind wir jetzt auch bald fertig. So. Wie viel haben wir hier noch? Da. 4 Punkte ungefähr. Okay. Schade. Also. Okay, wieder ein helleres Level. Ja, dunkle Sonne ist natürlich alles ein bisschen dunkel. So. Aber ich mag irgendwie dieses Level. Ja, Majelka Vorstadt oder so etwas. Das ist ja in der Kampagne. Ich finde die Städte in Lost Epoch eigentlich noch ziemlich cool. Van Pefima. Das ist irgendwie meine Lieblingsstadt jetzt. Also durch den neuen Anstrich und so. Ja, ziemlich geil. Und die Kampagne Neuenstadt dann auch eigentlich. Aber das ist ja eher ein Hafen und dann die Großstadt, wo sehr klein ist. Ist jetzt nicht gerade so ja, hübsch. Also hübsch schon, aber nicht so groß. So, also, weiter. Schattenkapuze mit Falknerei. Ne, das brauchen wir nicht. Das sind geile, ey. Sind das nicht die roten gewesen, aber die roten gibt es ja auch immer noch. Die sind einfach so überarbeitet oder noch neu. Jo. Neu erschaffene. Aber mit alten Skins ein bisschen. Geil. Oh Gott. Die machen Schaden. Und es gibt scheinbar Gegner mit so Wurfäxten oder so, die noch viel mehr Schaden machen. Also bei denen müssen wir aufpassen, wenn sie Äxte werden.
Uje, diese Nordviecher da. Auf Äxte muss man ein bisschen aufpassen. Die sind ein bisschen härter. Immer schön drauf, dann passiert uns nichts. So. Das ist gut, noch ziemlich gut. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr Probleme. Aber einzelne Attacken sind schon sehr schwer. Oh, ein Unique. Was ist das? Ein Dolch. Oh, der Dolch, der gute Dolch. Oh. Ich hätte schon Lust auf sein Bild wieder. Jetzt momentan bekommen wir so viele Resistenzen über auf Idolen, aber ich kann sie nicht rüsten. Hm. Schade. Also, Glück, Glück, Glück. Uff. Es war ein Schild, das ich, glaube ich, letztes Mal gar nie gehabt habe. Doch einmal. Aber ich habe es ja nicht ausrüsten wollen. Mit dem einen Bild. Ich hatte es, glaube ich. Oder doch nicht, aber auf jeden Fall. Ein Schild, das ich jetzt nicht erwartet habe. Schade. Ja, gut. Also, aber der Geistermacher. Ja, es gibt sicher noch ein Bild dafür, der aktuell ist. Ja, ist nicht so mein Bild, aber gut. So, was haben wir hier für Rasei und Hast? Rasei und Hast. Eperigen. Dann gehen wir, denke ich mal, Schwerter. Hm. Was ist die Waffe, die wir brauchen? Dolch, ja? Einen Dolch, Drago, Drago, Dolch. Heute ist echt der Wurm drin. Ich bin so müde ständig. Und hab so diese Rückenschmerzen und auch Ohrenschmerzen habe ich. Das Extremste. Da will man einfach nicht gerade konzentriert reden. Aber gut, eben, es muss halt auch sein. Das ist ja mein Hobby und nicht meine Arbeit. Geht schon. Wenn ich ein bisschen gut bin. Meine Augen brennen zum Beispiel auch noch. Obwohl ich genug geschlafen habe, also fühle ich mich sehr müde. Naja. Es ist Standard bei mir, also nicht Standard. Es kommt halt immer wieder ein bisschen vor, dass ich ein bisschen weniger gut fit bin. Aber sollte eigentlich so nicht das Problem sein bei mir. Bei anderen, die hat fast nie, denen es fast nie schlecht geht, denen kann es ja schlecht gehen. Ja, mal. Aber so einem, der ständig mal unten durch muss, das ist fast nichts mehr, oder? Es stört halt einfach. Ich bin froh, dass ich so durchhalten sein kann. Vielleicht geht es auch mal mir besser. Also jetzt gerade, ja, dem Kackwetter, ständig immer wieder kurz nass ist und dann wieder schön, kann man sich auch nicht gut aufbauen. Meint man immer wieder, werden wir zurückgeworfen beim nächsten Regen. Hm. Okay. Direkt weiter. Weil für mich macht es natürlich auch mega Spaß, Videos zu schauen bzw. Videos aufzunehmen. Und ja, meine Lieblings-Let's Player zu schauen und so. Ich bin zwar einer, der wenig Livestream schaut, aber ich habe einfach zu wenig Zeit dafür. Ich würde gerne zum Beispiel euch beim Livestream zuschauen oder einer, der ihr auch unterstützt. Aber es gibt halt einfach zeitliche Probleme, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht aufnehme oder hochlade, dann tue ich mich entweder ausruhen für den Sport oder mache Sport. Und kann dann halt nicht irgendwie Let's Plays anschauen. Boah, hey. Kann man nie ausweichen. So, Elferregeneration, genau. Na gut, machen die noch nicht Schaden. Die machen erst zu Ende Monolithen, anfangs Corruption, dann viel Schaden. Und dann ist es auch blöd, wenn man da nicht mehr ausweichen kann. Die immer rumballen.
Also eben diese spitzen Echos müssen sie mal entfernen, weil du kannst ja nicht in Ruhe irgendwelche Items anschauen oder so. Kurz innehalten. Ist einfach so nervig. Oh, geil. Ich wusste gar nicht, dass es einen Munich-Götzen gibt. Ist der neu? Ich könnte ihn mal kurz in den Chat posten. Vielleicht sagen wir mal so. Okay, machen wir das Echo zuerst fertig. Boah, es sind manchmal zu viele. Blitzwiderstand könnten wir vielleicht gebrauchen. Kältewiderstand und so auch. 45% Kältewiderstand auf einem normalen Item. Ja, aufpassen. Okay, dieses Echo ist ein bisschen schwieriger. So, okay. Also ich muss sagen, Echos wurden viel intensiver irgendwie. Das ist jetzt wirklich nur meine Meinung. Also es ist schon ein bisschen, also ja, sie haben die Gegner-Dinge größer gemacht, das habe ich gelesen. Aber ja, es ist schon irgendwie intensiv, was ich dachte. Schwäche. Ist ein guter Rüstungsbruch ist drauf. Ich glaube, Schwäche nehme ich mal. Ich brauche so viel. Fried brauche ich jetzt noch nicht. Lieber das, was wirklich defensiver ist. Und, so. Und die die Nekrotikresistenz brauche ich auch. Na, ich muss das zuerst verlegen. Warte mal kurz. Hey! Okay, ich habe die falsche Taste. Hm. Meine Güte, ich weiß nicht, welche Taste zum Verlinken. Also ja, hab's einfach falsch gemerkt. Wahrscheinlich vom letzten Patch, nicht von diesem Patch 1.0, sondern vom anderen. Aber ich habe das noch nie gesehen, gelesen. Okay, dann. Weiß wahrscheinlich niemand. Okay, es ist neu. Ich habe den Drop noch nie bekommen. Ja, eben, es tut mich ein bisschen verwirren wegen Runenmeister, oder? Ob das jetzt der letzte Patch war, 9.2 oder eben 1.0. Und ja, es ist relativ neu. Ja, natürlich ist es schon ein bisschen älter, aber ich wollte sagen, dass es jetzt der nächste Patch ist oder nicht. Weil die Drop-Chancen halt schon extrem gering sind manchmal. Es ist immer so. Ja. Okay, gute Widerstände. Das sind genau die Widerstände, die ich eigentlich brauche. Okay, jetzt nicht mehr wegen dem. Was haben wir gerade? Ah ja. Das. Ah, komm schon. Das Relikt, genau. So, dann haben wir ein Amulett wieder. Oh, ein schlechtes. Mit 5 nur. Den Schaden, die nur Schaden. Boah, das ist so viel langsam. Viel zu viele Items.
Too many items aus Minecraft. So, dann gehen wir noch kurz noch. Oh, Gützen, Gützen. Ich habe wieder Gützen gefunden. Okay. Ich weiß nicht wie viel, aber ich muss ja sowieso mal noch das Lager sortieren. Das nächste Beispiel. Boah, wie sieht die hier anschleichen? Okay, meine Güte. Sehr anstrengend, so viele Unix zu haben. So viele Rare und so viele, also viel zu viele Items generell. Aber das Problem sind eher die Rares, weil ich nicht weiß, ob ich es mitnehmen soll oder nicht. Viele Gegner. So, und was für eine? Oh, schon wieder die Flasche. Schon wieder mit einem Ding. Was hat der für ein Problem? Wenn sie sich auf der Fenster. Okay. Wenn ich drücke, habe ich irgendwelche Freunde online? Ja. Ich weiß nicht, wie viele Freunde da drinnen, aber die sind nie online. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Leute habe ich drin. Nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Aber bitte nicht besiegen, gell? Wenn ich dich schon zwei Spiele da. Ja. Ja. Ist auch easy. Oh. Oh mein Gott. Ich werde von Unix überhäuft. Ja, das ist eben der Mod, den ich nicht unbedingt brauche. Der Schaden ist schon wieder so mega hoch. Ich will nicht so viel Schaden, Mann. Lass mich echt ein bisschen runterziehen, das weniger Schaden. Für mehr Defensive, nur eben, es ist schon langsam hart. Vor allem, wenn ich krank bin. Ey. Solange ich jetzt eben diese Infektion habe, irgendwie. Hey, ich war 3 Tage mega fit und dann plötzlich kommt diese Infektion am Abend. So mühsam. War wahrscheinlich der starke Wind, der auf einem Hügel war und ich bin recht lange auf dem Hügel geblieben. Ich habe Fotos gemacht und habe dann einfach nichts angezogen. Kein Pullover dabei gehabt während dem Joggen, klar. Dann bin ich einfach krank geworden scheinbar. Es ist einfach so ein schlimmer Wind, der ihn so zieht in der Nähe von dort. Und du einfach irgendwo, also du gehst gerne wandern oder so. Oder eben joggen, Fußball spielen oder so, unterwegs, irgendwo außerhalb von der Stadt. Und immer wenn du dorthin gehst, fühlst du dich krank. Weil der Wind einfach so mächtig ist. Aber ja, wenn man halt so Wind nicht verträgt, oder? Kann man entweder mehrmals gehen, damit man sich abhärtet, oder wie ich, halt nur teilweise. Gar nicht geht, wie ich nicht. Es ist einfach zu schön dort oben. Es ist zu schön in diesem Tal. Und dann hochgehen auf einen Hügel neben dran. Es ist einfach zu schön. Also es ist einfach im Tal unten schön und oben auf den Hügeln ist da der Wind oder ja auch oberhalb. Ein bisschen vom Tal auf der Seite. Ja. Kann man nichts machen, aber. Sind ganz viele Leute gewesen und die haben es scheinbar genossen, nur ich nicht. Oder ich schon, aber dann später nicht mehr. Naja, kann man nichts machen. Man wagt sich ja auch manchmal ein bisschen zu viel. Diese dummen Teile, die am Boden bleiben. Ich will nicht so Schaden bekommen, auch einfach. Ja genau, jetzt laufe ich mal. Mann, sind die viel.
Mann, sind die dick, Mann. Okay. So, dann sind wir hier. Oh, schön. Ja, habe ich ja auch im letzten Patch 0.9.2 ja immer wieder gesagt. Diese Kisten sind einfach zu häufig und sie lohnen sich mega. Es ist einfach so. Ja, es ist einfach so gut, diese zu finden. Es macht so Spaß auch, aber ich weiß ja nicht. Balancing tut es halt nicht so gut. So. Okay, wunderbar. Blitzschaden. Ja, nein. Zu groß für doch drinnen. Oh. Ja, es gibt keinen Crit-Sperrbeet. Ich nehme jetzt mal nicht mit. Den ich kenne, den ich gut kann. Aber Leben ist gut. Der LP wird töten. Ne? Ein Bogen, sicher nicht. So. Machen wir noch eins, hä? Kurz aber zum Händler gehen. Yes. Ist immer noch das gleiche. Hm. Take care. Okay, da. Unbedingt. Bözen. Aha. Die Arena mit dem Feuer in der Mitte. Cool. Wie die Gegner eigentlich stehen geblieben sind. Ja, ein bisschen mehr Abklingzeit bräuchte ich. So eine Arena ist das wichtig. Mann, können nicht zähere Gegner kommen. Ey. Die einzelnen wegzupflücken ist jetzt nicht so toll. Wollte ich euch schrecken, Arena. Ja, die Eiskäfer da, die grünen, können schon sehr, ja, hier, die können schon sehr Schaden machen, ne? Einfrieren vielleicht auch. Seelenfeuer. Welche Seite ist das? Ein schnelles Insekt ist jetzt nicht so cool. Ein fettes Teil, was so schnell ist. Aber easy. Wenn dann diese Schlangen kommen, die da so unsichtbar Feuerbomben schießen, ja, dann werden wir wahrscheinlich sterben. Nackt 5 am Anfang vor allem, nerven die so herum. Dass man eigentlich immer wieder meint, ja, man bekommt unnötig Schaden über die ganze Zeit. Wenn man einfach diese nicht sieht, diese Pfützen, diese Blutpfützen, die sie machen. Und dann kommt ja das Schuss runter und dann macht die Pfütze auch Schaden. So schlimm, weil das so schnell geht. Ah, okay. Was haben wir denn? Blutung. Ja, das Bogen. Vor allem für Explosionen-Ding, das nehme ich mit, das habe ich glaube ich aber schon mal. Erhöhte Schaden der Verwendung von Dolchen. Physisch, nekrotischer Widerstand sehr wichtig. Physischer Widerstand schlecht. Wieso heißt es Feuerbeständigkeit und nicht Feuerschutz, Feuerresistenz? Nehmen wir mit. Kritische Trefferchance für Dolch. Und dann das Bogenschaden. Nehmen wir ja nicht. Wäre gut, die Götze, aber ja. Nächst. Wir nehmen yes. Nicht Bogen diese Season. Sie haben es vermasselt. Bogenbeets nicht besser gemacht, endlich.
Ja, es gibt zwar diesen einen Dragonsong-Bild dann noch mit dem Balkonier jetzt, aber der ist zu schlecht. Also der. Komm, wir nehmen es mit. Okay. Dann tue ich die Unix rüber zu den Unix-Sachen. Und wir tun jetzt hier nochmals ein Step machen. So, und hier tue ich mal alle Resistenz Ding rein. Götzen. So, also ein Götzen-Ding. Dash-Tab und ja, jetzt wollte ich noch kurz schauen, dieses eine Seelenfeuer. Ah, das ist dieser, okay. Ja, der ist ziemlich gut, wenn man halt den B-Dach nutzt. Oh, drei auf Gespenst beschwören, okay, cool. Also dann, Dankeschön fürs Zusehen und ja, es geht mir dann besser im nächsten Part. Vielen Dank und auf Wiedersehen.